liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu einer Wochenendbotschaft hier für dich. Was möchte jetzt an der Liebe auf dich zukommen? Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Schauen, dass ich das hier noch etwas höher stelle. Ich denke, so kannst du das ganz gut sehen. Hier noch einmal etwas verschieben. Und wir schauen hier noch auf Amos-Botschaften. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier am Wochenende für dich zeigen? Ich gehe hier einmal noch intensiver hinein. Mit wem hast du es hier auch zu tun oder mit wem wirst du es hier zu tun haben? Ich bekomme das Göttliche, das Universum, schickt dich hier auf eine Prüfung für den einen oder anderen. Eine Reise, die ansteht für den einen oder anderen. Eine Situation, wo du etwas erkennen darfst. Ist hier nicht für jeden. Ich kläre das Ganze noch. Wir haben hier einmal die 7 der Münzen. Hier bist du in einer Prüfung gerade, der eine oder andere, was die Lernaufgabe beinhaltet. Und zwar nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Also alles das, wo du bislang, weil wir haben hier auch den Hierophanten, wir haben hier die göttliche Fügung. Alles das, wo du bislang alles überstürzt hast, ich bekomme, dass sich hier jemand zeigt, also in Form deines Gegenübers, der Casanova, der dich hier definitiv kontaktieren wird. Und dass du an dieser Gegebenheit alles zur Seite gelegt hast und du bist diesen Schritten gefolgt. Jetzt aber ist es so, ich halte das hier nochmal in die Kamera, also man überstürzt etwas, man läuft hier irgendwo ganz, ganz schnell hin. Jetzt gilt es aber ganz genau zu schauen, ja, also du wirst für dich in den kommenden 3 Tagen, weil das ist hier für das Wochenende, erkennen, wo du bislang immer alles überstürzt hast. Es ist in der Prüfung, etwas nicht zu überstürzen. Etwas, was sich hier im Geheimnis zeigt, im Verborgenen zeigt. Diese Person hat hier definitiv entweder noch jemanden zu Hause oder hier mindestens noch 2, 3, 4 Optionen. Weil hier zeigen sich einmal mehrere Namen auf dem Handy deines Gegenübers. Das kann auch in Dingen sein, wo man hier eben mehrere Optionen hat und man schaut hier so sein Handy durch. Aha, wen kann ich hier gerade mal kontaktieren? Ganz, ganz wichtig für den einen oder anderen. Es liegt hier in der Lernaufgabe und es liegt hier in Gegebenheiten, was hier auch mit Eifersuchtsthemen zu tun hat. Deswegen kläre ich das Ganze noch. Es ist hier etwas, was hier in der Traurigkeit liegt. Ja, geh bitte raus aus diesen Themen. Ganz, ganz wichtig. Es zeigt sich in der Prüfung und es zeigt sich in Gegebenheiten, dass du hier auch diese Lernaufgabe mit Bravour bestehen wirst und diese Lernaufgabe diesbezüglich für dich auch zum Abschluss bringen darf. Es stimmt hier den einen oder anderen etwas traurig, ja. Aber ganz, ganz wichtig hier ist, in gewissen Dingen auch zu erkennen. Ich sehe hier auch, dass die männliche Person, es kann hier auch für die weibliche Person sein. Schau bitte da individuell für dich, wie du eben auch schaust und in welchen Themen du gerade hier eben diesbezüglich auch drin bist. Ich sehe, dass du diese Person auch etwas offenbaren wirst.
Ja, es könnte plötzlich etwas sein, was du eben auf dem Handy, Status, ähnliches, ja, oder Internet, Social Media, was du dann plötzlich so entdecken wirst. Solltest du hier in Dingen sein, wo Internet, Social Media nicht in Frage kommt, es ist definitiv etwas, was du hier jetzt erfahren wirst, ja, über eine ganz, ganz bestimmte Person, und zwar in Dingen, auch wenn man nicht in einer Partnerschaft ist, ja. Nicht für jeden, ich betone das hier nochmal, ich sehe das hier vereinzelt, in Dingen, Partnerschaften etc. könnte sich hier etwas Verborgenes herausstellen. Ja, Geheimnisse werden derzeit sehr, sehr offenbart. Das zeigt sich mit den Energien sehr, sehr stark in der allgemeinen globalen Situation. Ebenfalls, ich sehe nur etwas, womit diese Person diesbezüglich nicht gerechnet hat, vielleicht kontaktierst du diese Person plötzlich in der Nacht. Und dann läuft man hier Gefahr, was ich dann auch wieder sagte, hier mit der Eifersucht, ich gehe da gleich drauf ein, dann läuft man hier Gefahr, dass man hier natürlich entdeckt wird, ja, dass hier noch andere Optionen sind. Diesbezüglich rate ich davon ab, weil es zeigt sich in der Eifersucht ganz, ganz wichtig, das kann für den einen oder anderen auch die Lernaufgabe sein, ja, in Dingen zu schauen, wo ist man hier eifersüchtig. Eifersucht zeigt sich gleichzeitig im Mangel, ganz, ganz wichtig. Also schau da mal bitte, ich sehe nur, dass etwas hier plötzlich auch überstürzt wird, übereilt wird, ja, das heißt, du wirst hier gerade kontaktiert, wie schon gesagt, du stellst alles zur Seite und bist hier diesbezüglich parat. Ja, das bekomme ich hier auch. Alles findet hier im Häuslichen, Telefonate, alles das, was ich schon sagte, was hier stattfindet, im Verborgenen, im Geheimnis. Diese Person hatte definitiv Geheimnisse, wovon der eine oder andere hier eventuell auch gar nichts weiß. Aber auch die heimlichen Treffen, ja, die hier eben auch woanders stattfinden. Die heimlichen Treffen, die hier zu Hause stattfinden könnten. Beim einen oder anderen findet hier etwas in einer anderen Intuition statt, ja, wo man sich dann eben auch trifft. Alles das, was hier so im Verborgenen liegt, im Geheimnis liegt, auch wo du vielleicht schnell hinlaufen könntest oder er oder sie, alles das, was Partnerschaften etc. beinhaltet, man hier jetzt das Verborgene entdecken wird. Also hier fällt etwas auf, definitiv, das zeigt sich hier. Ja, noch einmal mit dieser Karte, und wir haben hier den Hierophant. Und wir haben hier auch nochmal die schmerzhafte Enttäuschung. Ganz, ganz wichtig, dass wenn hier gewisse Dinge sind, ja, wenn hier etwas im Stalking passiert oder im Geheimen jemanden observieren lässt oder jemanden hinterherfährt, ja, dann sind es hier Dinge, die hier karmisch in der Lernaufgabe eben auch liegen. Eine Lernaufgabe erfolgreich eben auch zum Abschluss zu bringen. Der Hierophant sagt mir hier auch nochmal, dass es hier definitiv auch um eine Situation geht, die sich in einer Partnerschaft zeigt, in einer 3-4-Ex-Konstellation oder dann eben, wo dann die mehreren Optionen sind. Ja, oder vielleicht ist einer von euch Single und plötzlich erfährst du hier, dass man hier doch in einer Partnerschaft ist. Oder aber, was ich schon sagte, was ich sehr, sehr stark bekomme, ja, hier hat man gerade mal Zeit und schaut hier durch sein Handy. Ja, vielleicht ist sie auch gerade online oder vielleicht ist er auch gerade online und dann kommt die Nachricht rein. Ja, also das bekomme ich hier für das Wochenende. Wie gesagt, ich werde hier noch diesbezüglich auch klären, wobei das hier ganz eindeutig eben auch gefallen ist. Wir schauen. Wir haben die Freundschaft, wege die Bande der Freundschaft. Du hast hier hilfreiche Unterstützung, ja. Lass dich hier bitte auch unterstützen von Freunden. Wichtig ist hier auch nochmal in Dingen auch zu schauen. Ja, das hatten wir in der Tagesbotschaft. Wenn gewisse Dinge vonstatten gehen, wo dann Freunde dir vielleicht auch einen Rat geben, mach ihn oder sie eifersüchtig. Das sehe ich hier ganz stark. Und das ist, meine ich, am dritten Tag in der gestrigen Tageslegung gefallen. Auch in Dingen, dass es hier nur Freundschaft diesbezüglich ist oder kurz ab hier etwas zu vollziehen. Ja, das bekomme ich hier auch. Ich schaue hier nochmal mit dem Tarot in die Gegebenheiten rein, was ich dann eben auch zeigen möchte. Weil hier hat es jemand sehr eilig. Ja. Hier haben wir die Karte in der Hauptenergie, das Geben und Nehmen. Und ich sehe hier, man ist bereit, dieser Person alles zu geben.
Ja, so bekomme ich das hier rein. Also es ist wirklich so, hier sind beide ohne Kleidung. Also nicht alle Karten zeigen sich hier ohne Kleidung, ja. Aber hier sind beide ohne Kleidung und hier ist auch nochmal so dieses Verborgene, dieses Geheimnis. Und hier siehst du auf dieser Karte, ja, was ich hier bekomme, dass du bereit bist, hier wirklich alles zu geben. Und hier ist diese Person, ja, hier ist so dieses immer bereit sein, ja. Das ist nicht negativ gemeint, aber es liegt hier in der Lernaufgabe, dass vielleicht irgendetwas geschieht, wo man immer Zeit hat oder immer gleich parat ist. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, für den einen oder anderen. Gleichzeitig bekomme ich hier aber eine gewisse Vorsicht herein. Ja, schau mal, was die anderen Karten hier noch sagen. Das ist die Hauptenergie. Also es geht hier wirklich um Geben und Nehmen in den Einklang zu bringen. So bekomme ich das hier heute in dieser Legung eben auch rein, dass du schauen darfst, was ist hier auf selber Augenhöhe und was findet eigentlich nicht auf selber Augenhöhe statt, weil diese Karte bekomme ich hier. Es findet auf selber Augenhöhe statt. Aber hier ist eine Situation, wo man schauen darf, was geschieht hier, wo du immer und immer wieder gibst. Ja, die männliche Person hat hier das Obst oder die weibliche, je nachdem, wie du hier schaust. Er gibt dir diese Frucht und du bist bereit, ihm das hier anzureichen. Ja, in Form, er gibt dir diese Frucht. Er kommt hier in die Kommunikation und du bist diesbezüglich bereit. Lässt alles stehen und liegen und bist hier in der Gegebenheit. Ja? Es wird dich hier Kraft und Stärke kosten, weil die Gefühle sind hier sehr, sehr stark. Ja, aber wir haben hier den Narren und hier ist eine Gegebenheit. Hier hast du es mit jemandem zu tun, der möchte einfach unabhängig und frei sein. Also jemand ist in den Dingen, man lebt hier gern. Ja? Also man tut heute das, man tut morgen das. Man möchte einfach so diese Freiheit, Unabhängigkeit genießen. Ja, hier zeigt sich das auch bis zu einem bewussten Zeitpunkt, weil hier sehen wir auch, dass diese Person Gefahr läuft in Dingen, die er oder sie nicht erkannt hat, dass du es schon längst erkannt hast. Schau mal, wir haben hier den Abgrund und im klassischen Tarot siehst du den Narren, dass er vor dem Abgrund steht. Ich zeig dir hier mal eine Karte aus dem klassischen Tarot. Ja, man steht hier so vor dem Abgrund. Ja, ist jetzt nicht ein klassisches Tarot, aber es beinhaltet dieselbe Aussage, die man dann eben im klassischen Tarot hat, dass es hier darum geht, dass man sich zu weit im Grunde genommen aus dem Fenster gelehnt hat, mit dir hier höchstwahrscheinlich dieses Spiel gespielt hat und dann zusätzlich noch mit anderen Personen dieses Spiel gespielt hat. Ja, und das fällt auf. Das fällt hier definitiv auf. Ja, das bekomme ich einmal und in Dingen, was ich schon sagte, dass diese Person hier eben nicht darüber nachdenkt, wem tut man hier gerade etwas an. Ja, im Sinne von, man hat hier jemanden zu Hause, nutzt gleichzeitig andere Chancen und Möglichkeiten, um seinen Weg hier einfach so zu gehen. Diese Person lässt sich auch nicht aufhalten. Schau mal hier, diese Person lässt sich an nichts stören. Schlange, Eifersucht, noch einmal, also hier ist auch etwas so, was stark in der Eifersucht liegt, was hier, was ich auch für ein Szenario bekomme, dass man jemanden eifersüchtig machen möchte. Und noch einmal, das Ganze geht hier in die andere Richtung, ja, das heißt, diese Person wird weiterziehen, weil diese Person ist hier stark genug, um sich mit diesen Dingen eben nicht zu beschäftigen. Ja, so bekomme ich das hier gerade rein. Ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, da eben in die Positivität für dich zu schauen. Ja, dann haben wir hier einmal die Sonne, die starken Gefühle miteinander zu leben. Ja, diese starken Gefühle miteinander auszutauschen. Also diese Person ist mit absoluter Sicherheit von dir fasziniert. Ja, das zeigt sich hier so oder so. Hier geht es nur darum, etwas nicht zu überstürzen und in der Gegebenheit zu sein, hier noch jemanden zu haben. Dass man hier jetzt für sich diese Entscheidung treffen darf. Aber diese Person trifft jetzt hier im Jetzt keine Entscheidung, weil man unabhängig und frei sein möchte. Trotz der starken Gefühle. Ja, was sich dann erstmal so, ja, man möchte hier vielleicht auch Freundschaft plus in Gegebenheit, was hier für dich nochmal die Kraft und Stärke kostet. Also jemand möchte hier erstmal so noch seine Chancen, Möglichkeiten nutzen. Und ich sehe, dass der eine oder andere hier, ja, sehr, sehr wild wird, ja, fast wie ein Tier.
und hier dem Ganzen ein Ende setzen möchte, die Person irgendwie zur Strecke legen möchte, im metaphorischen Sinne, ja, dass es jetzt eben reicht und dass man hier sagt, entweder so oder gar nichts mehr. Ja, es zeigt sich hier stark im Druck in den Gegebenheiten. Schau hier nochmal auf die traurige Situation. Es kostet hier auch einen Kraft, aus einer Partnerschaft in eine Affäre, also wenn, dann besteht die Affäre schon, ja, definitiv. Und das hier schon seit längerem zeigt sich das hier. Und diese Person kostet es immer und immer wieder Kraft. Auch wenn man bei der Person ist, wo man eine Affäre hat, kostet es ihn oder sie Kraft, sich hier rauszuwenden. Bei beiden aber. Im Zuhause und in der Affäre. Ja, das bekomme ich hier auch. Schauen wir hier weiter. Ein Stopp. Wir haben hier, ja, schau mal, wir haben hier den Turm und das ist das, was ich schon sagte. Zeig dir hier gleich die Hauptenergie in die Kamera. Der Turm und hier ist das Plötzliche. Also der Turm stürzt hier ein im Sinne von, dass man etwas erfährt. Dass man hier, ja, womöglich auch von hinten irgendwie, vielleicht in Flagranti oder ähnliches oder über Internet, Social Media, irgendetwas findet man heraus. Ja, oder im Häuslichen findet etwas statt, man findet etwas heraus und plötzlich kommt die Gegebenheit, dass hier sehr starke Konflikte auftauchen, weil man ja hier in dieser Gegebenheit, in dem Szenario ist, Gefahr läuft, erwischt zu werden. Und diese Person, also tut es eigentlich im Grunde genommen bewusst, das ist wie, als möchte man hier erwischt werden, das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Ja, also hier zeigt sich etwas, dass jemand wirklich hier in dieser Position ist. Für ein Szenario bekomme ich das. Schau mal, was ich hier gerade tue. Und so in der Gegebenheit zu sein, diese andere Person hier auch eifersüchtig zu machen. Ja, also so, ja, was hier auch im Freundschaftlichen stattfinden kann. Also so auch, dass hier im Grunde genommen ein Partner ist und gleichzeitig hier jemand anderes ist und sich dessen erfreut. Also schau mal, was hier am Wochenende eben auch stattfindet. Ich sehe, ja, du weißt von gar nichts irgendwie. Entweder du oder dein Gegenüber. Hier ist etwas, wovon man nichts weiß. Und was jetzt aber hier ans Licht kommen wird. Ja, also in Affären, in Dingen, was Dreieckskonstellationen etc. beinhaltet, in Dingen, dass man hier mehrere Optionen hat, dass man gewisses eben auch, ja, spielt, vorspielt, auch, dass man hier jemanden eifersüchtig macht, auch das nochmal. Das könnte hier sehr in den Gefühlen schmerzhaft sein, dass sich jemand ganz rauszieht, ja, komplett rauszieht. Also, wenn man hier vorhat, irgendetwas mit einer anderen Person zu posten oder ähnliches, was dann doch nur in der Freundschaft ist, jemand anderes könnte das ganz, ganz anders eben auch verstehen. Bekomme ich hier sehr stark. Hier ist die Mäßigkeit. Also hier wirklich irgendwo das Maß ist voll und hier läuft etwas über. Ja, und im Grunde genommen ist das hier schon übergelaufen und man kippt noch mehr hinein. Also wenn gewisse Streitigkeiten waren, ja, dann irgendwie etwas zu provozieren. Hier ist sehr starke Provokation. Dann ist etwas hier, was dann eskalieren könnte. Ja, was dann bei dem einen oder anderen hier vielleicht auch eine Schlägerei oder ähnliches. Ja, ich sehe, dass man hier auch jemanden tröstet von etwas Schmerzhaftem, was eben auch geschehen ist. Also schau mal bitte, was am Wochenende jetzt auf dich zukommt, mit welchem Szenario du auch in Resonanz gehst. Im Allgemeinen sind hier Dinge, die du eben auch so Verborgenes erfahren wirst. Also auch Plötzliches, was du hier entdeckst. Ja, vielleicht entdeckst du plötzlich einen Freund, eine Freundin und weißt im Grunde genommen, ja, vielleicht aus der Nachbarschaft oder ähnliches, dass man hier in einer Partnerschaft ist. Irgendetwas erfährst du vielleicht auch durch einen Freund, eine Freundin oder durch Freunde. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.